Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki. Hallo. Und mit Micha. Moin. Achso, irgendeiner sollte jetzt was sagen, ne? Ja, über diese peinlichen 3 Sekunden Stille zu Anfang. Ach, wir sind nicht peinlich. Es ist nichts peinlich. Uns ist nichts peinlich, das stimmt. Ja. Ob wir peinlich sind, ist mal wieder so ein anderes Thema. Das müssen leider unsere Zuhörer entscheiden. Aber ihr kriegt ja nur die geschnittene Aufnahme mit. Das könnte sich am 4. Juni ändern. Da sind wir nämlich live. Da könnt ihr gerne dabei sein. Da haben wir was Tolles für euch geplant. Das Genaue muss Miki aber ganz kurz erklären. Ich weiß nämlich immer noch nicht genau, was es eigentlich ist. Das ist unsere lieben Kollegen von Anni Haberer, die auch einen eigenen Podcast haben, organisieren einen Streamtag sozusagen als Ersatzprogramm für den Konichi-Livestream, der halt dementsprechend durch Corona und so ausfällt. Wieso fällt denn der Konichi-Livestream aus? Ja, weil zufälligerweise die Konichi auch ausfällt. Achso, die machen also kein Ersatzprogramm, sorry. Ja, das ist ja das Ersatzprogramm jetzt. Ach so, jetzt verstehe ich. Wir sind das Ersatzprogramm. Also ja. Wir und haufenweise andere. Genau. Ja, nice. Dann habt ihr die Möglichkeit, uns mal live zu hören. Naja, oh, ich wollte gerade sagen, also ich würde das jetzt nicht so positiv ausdrücken. Das ist es nämlich nicht. Aber ob wir uns live sehen können, wissen wir noch nicht. Nein, also bei mir definitiv nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber wir haben einen tollen Gast dabei und werden mit euch über Samurais quatschen. Und da haben wir den Experten schlechthin dabei. Ich glaube, noch expertiger geht's gar nicht. Ja, ich freue mich auch schon wieder. Das letzte Interview hat mir nämlich einen riesen Spaß gemacht. Ja, dito. Und unser Gast freut sich auch höllisch. Und von daher, das wird bestimmt sehr lustig. Und ihr könnt natürlich auch gleich Fragen stellen. Genau, ihr habt es also gehört, schaltet gefälligst bei uns ein. Eben, den Rest könnt ihr ignorieren, aber bei uns schaltet ihr gefälligst ein, jawohl. Wir haben den Samurai, also bitte. Obwohl, da soll noch Live-Malen dabei sein, das finde ich immer toll. Live-Malen muss man sich angucken. Ja, das ist ziemlich cool, ja. Ja, der Rest ist aber egal, also Hauptsache uns und das Live-Malen. So, eine Werbung können wir. Ja, egal. Okay, so, genug gedisst. Das hier ist wahrscheinlich meine letzte Sendung. Ich werde das wohl von einem anderen Podcast dann wieder geknüppelt. Fangen wir doch einfach mal an. Wir haben heute mal wieder einiges an Themen. Und eins ist ganz besonders toll, denn Anime wird immer beliebter, denn die Rundfunkexporte aus Japan für 2018, also die Zahlen wurden bekannt gegeben und 80% davon sind Anime. Wer hätte das gedacht? Ich höre jetzt die ganzen Waibus rufen. Yay! Ja, Moment. Von den gesamten Einnahmen, was gar nicht mal so wenig sind, also es bewegt sich ja dann doch schon einen etwas sehr hohen Teil. Also es sind insgesamt 51,94 Milliarden Yen, das macht umgerechnet 426 Millionen, Tendenz wie gesagt steigend. Sind aber nur ein ganz kleiner Teil in Europa. So, und jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder gejault. Ich glaube eher, du hast jetzt so ein Ansturm auf Anime-Käufe. Naja, das Problem ist, wir sind nicht gut genug, wir müssen mehr kaufen. Ja, ich meine, die Welchensteuer fällt ja bald. Also von daher, nein, aber gut, da werden sich die Publisher drüber freuen. Aber das Problem ist, sie müssen natürlich auch lizenzieren. Und ich habe leider nicht die genaue Ausschlüsselung nach Ländern, also beziehungsweise nach Einzelländern in der EU. Die EU ist halt zusammengefasst und ich glaube, Deutschland dürfte da noch ganz, ganz weit hinten stehen. Wahrscheinlich. Man hat ja, also Vorreiter in Europa dürften halt sowas wie Frankreich oder Spanien sein, die da weitaus größer drin sind. Mhm. Eben, oder England ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Und auch wenn sie jetzt so nicht mehr drin sind, aber noch wenn sie dazu gezählt. Ganz groß. Stimmt, da war ja was. Ja, ne, wenn der wegfällt, dann fallen wir aber ganz gewaltig nach unten. Wir machen aktuell übrigens nur 6,8% des Umsatzes aus. Asien ist ganz weit vorne mit 50,5%, gefolgt von Nordamerika mit 30,2%. Und wobei unser Geschäft hier ist ja langsam auch ein bisschen gestiegen. Also sprich, es wird schon mehr gekauft. Das ist vor allen Dingen im Vergleich zu 2016 7,7% mehr. Aber, naja, wir hinken halt noch dezent hinterher. Könnte also mehr sein. So, liebe Publisher, und wisst ihr, was das heißt? Ab morgen, ne? Lizenzieren, bis die Balken glühen. Sehr interessant übrigens, dabei muss man sagen, dass vor allen Dingen Online-Stream extrem zugenommen hat. Das macht tatsächlich 33,5% des Gesamtumsatzes aus. Danach kommt dann Merchandise-Lizenzen.
die besonders in Asien extrem beliebt sind, hier in Deutschland eher oder beziehungsweise Europa eher nicht so. Und dann kommt erst ganz weit hinten die DVD-Geschichten, die sich gerade so noch bei 2% halten können. Senderechte liegen bei 23,3% und ja gut, was das mit sonstigen Einnahmen ist, keine Ahnung, wahrscheinlich wohl, ich weiß es nicht. Das Perfide daran irgendwie ist, dass selbst obwohl Anime quasi der größte Rundfunkexport ist, kriegen die Leute, die eigentlich ein Anime machen, von dem Geld nicht viel zu sehen. Ja, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Man muss halt eben einfach bedenken, es ist ein knallhartes Business. So hart, wie sich das anhört, aber es ist es halt. Es gibt nicht so dieses, ich setze mich hin und zeichne jetzt und animiere, weil es mir Spaß macht. Nee, ich meine, das macht das Ausbeuten von Arbeitern nicht besser. Nein, natürlich nicht, aber das ist halt eben das Ding, naja, so funktioniert das immer leider. Und man kann eigentlich im Prinzip nur was dran rütteln, indem man mehr konsumiert. Mit konsumieren meine ich übrigens nicht auf illegalen Seiten surfen. Weil genau das führt auch dazu, dass sie nicht so viel bekommen. Ja, ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Viele denken sich so, ich gucke doch jetzt so viele Anime. Aber wir wissen ja alle, dass, naja, die deutsche Community ist meistens nicht so ganz satt mit legalen Wegen. Oh, da kann die USA aber auch ordentlich gegenhalten. Ach, naja, aber die USA ist halt im Verhältnis zu Deutschland ein bisschen größer. Also da tut das vielleicht weniger weh, weil die Masse halt größer ist. Macht das Sinn? Nein, glaub nicht, aber egal. Aber du warst nah dran. Super. Ich war nah dran, irgendwie war ich schon in der richtigen Richtung. Nee, aber es ist tatsächlich wirklich sehr schlimm. Falls ihr euch da mal informieren könnt, das Animator-Projekt ist eine Institution in Japan, die dafür rumkämpft, dass Animatoren besser bezahlt werden, denn die können sich teilweise nicht mal mehr das eigene Leben von ihrem Job finanzieren, besonders wenn sie in Tokio sitzen. Es gibt halt leider nur wenige Studios, die ihre Mitarbeiter dementsprechend auch sehr gut behandeln. Dazu gehört zum Beispiel Kyoto Animation. Aber sehr viele, da ist das eher, naja. Ja, aber was auch sehr schlimm ist, ist diese verdammte Hitze. Ja. Also ich weiß nicht, was ihr abbaut. Es hat den ganzen Tag heute geregnet. Ja, das hatten wir gestern, aber heute ist es wieder furchtbar warm. Echt? Ja, grässlich. Auf jeden Fall in der nördlichen Region Kyushu sind die Temperaturen bereits dieses Wochenende in Japan, beziehungsweise letzte Woche in Japan, auf 35,5 Grad hochgestiegen. Es ist noch kein kalendarischer Sommeranfang. Ja, wir sind ja gerade erst in der Regenzeit. Der Sommer geht erst danach richtig los. Ja, das wird noch richtig lustig. Also man kann lustig meine ich gar nicht lustig. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, wir hatten jetzt die letzten 2 Jahre eine Hitzewelle in Japan. Dieses Jahr wird es garantiert auch wieder eine geben. Und das Problem ist, leider sterben da wirklich sehr, sehr viele Menschen dran. Weil wer den Sommer in Japan kennt, der weiß, er ist schwül ohne Ende. Also schön ist es nicht. Wenn das dieses, also ja, mal ganz doof gesagt, ich wollte das Wort nicht erwähnen, aber ich tue es jetzt trotzdem. Es ist halt eben Klimawandel und Japan kriegt es volle Kanone ab. Das ist nun mal nicht mehr von der Hand zu weisen. Das wurde schon vor Jahren gesagt, ihr werdet immer heißer im Sommer. Und jetzt trifft es halt zu. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Strände ja nicht offiziell geöffnet werden, ich glaube, das wird ein richtiger Spaß für die Leute. Ja, ich mache mir eigentlich schon ziemlich große Sorgen, weil wie gesagt, wie ihr bereits gesagt habt, die Temperaturen sind für diese Jahreszeit viel zu hoch für Japan. Ja. Also definitiv, das sind wahnsinnig hohe Temperaturen. Man kann natürlich immer noch so ein bisschen damit argumentieren, so ja, das ist vielleicht jetzt mal so ein etwas heißerer Sommer, ne? Aber wir wissen mal alle, wie es wirklich ist. Ja, deswegen sage ich ja mal. Ich weiß, man kann meine Anführungsstriche hier nicht sehen, aber ich mache mir da schon sehr große Gedanken, weil, wie gesagt, wir wissen alle, dass Japan eine sehr immer älter werdende Bevölkerung hat und die kann zum Beispiel die Hitze gar nicht abhaben. Und auch viele Schulen sind noch nicht darauf ausgerüstet, so hohe Temperaturen standzuhalten. Von daher habe ich leider diesen sehr traurigen Gedanken, dass wir dieses Jahr wieder eine Rekordtodeszahl haben werden. Also letztes Jahr wurde die zweitlängste Hitzeperiode seit 1876 in Japan aufgezeichnet. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr schlimmer werden. Über 10.000 Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden und innerhalb von einer Woche starben in Japan 23 Menschen an der Hitze. Ich würde sagen, also man sollte langsam da wirklich mal was tun. Ich meine, gut, der Kind ist eh in den Boden gefallen. Jetzt nach Corona will ja keiner mehr irgendwas so Klimaschutz hören, habe ich so das Gefühl.
Also es wird halt wirklich, wirklich schlimm. Und ich denke, das wird dieses Jahr gar nicht witzig. Nein, nein. Also ich mache mir da wirklich sehr große Sorgen. Ja. Das Problem ist, wir können leider nicht viel daran ändern. Und Japan kann daran auch nicht viel ändern, es sei denn, sie bauen einen gigantischen Sonnenschirm. Aber naja, was, bei den Sims ist nicht funktioniert. Man muss aber mal sagen, es findet auch langsam ein gewisses Umdenken in Japan statt. Zumindest bei TEPCO. Oh Gott, Moment, ich muss ein bisschen drum kämpfen, dass ich nicht anfange zu lachen. Also TEPCO, der Betreiber von Fukushima Daiichi, ist ja dieses Ding, was da in die Luft geflogen ist, hat jetzt angekündigt, dass es in den nächsten zehn Jahren mehr als 2 Billionen Yen, das sind ungefähr umgerechnet 16 Milliarden Euro, in Ökostrom investieren will, um den Anteil an Ökostrom um 70% zu steigern. Das wiederum ist mal ein interessanter Schritt, weil Japan setzt ja normalerweise ganz stark auf Kohle. Ich denke mittlerweile, dass immer mehr Leute einfach erkennen, dass du mit Kohle nicht überleben wirst. Ja, zum Glück, aber es ist gerade so, Gott, TEPCO, während wir hier in Deutschland natürlich auch jetzt gerade auch wieder ein Kohlekraftwerk gebastelt haben, also fertig hingestellt haben. Ja, es ist halt so, es bewegt sich was. Es wäre schön, wenn man das halt bitte auch auf Deutschland beziehen könnte, aber hier regen sich die Menschen ja schon auf, wenn sie in Kilometer Entfernung im Windrad stehen haben, weil böse Strahlung und die armen Vögel und ich weiß nicht, was es noch für eine Vorurteile gibt, aber es ist bestimmt ganz... das Geräusch. Genau. Ja, genau. Da gab es doch letztes Jahr, gab es da hier in Deutschland auch irgendeine Beschwerde bei einer Autobahnraststätte, wo irgendwie daneben Windkrafträder standen und man hat die dann abgebaut, weil die wohl zu laut waren. Nee. Bei einer Autobahnraststätte. Ja, kann man machen, kann man aber auch gleichzeitig mit Kopf gegen die Wand klatschen, nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass danach es an dieser Autobahnraststätte viel leiser war. Also, bestimmt. Perfektes Urlaubsklima. Nein, also ja. Es ist halt tatsächlich so, wir müssen langsam mal dringend anfangen. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir jetzt die Corona-Krise nicht genutzt haben, um jetzt einfach mal auch umzudenken. Gut, die Autohersteller bekommen schon mal keine Kaufprämie, wenigstens etwas, aber... ich finde, es wird echt Zeit zum Umdenken. Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen. Wir haben kaum noch Zeit. Also wir haben uns Ziele bis 2025 gesteckt. Ja, wie soll das funktionieren? Ja. Ich meine, und es gab also jetzt gerade auch zum Umdenken für naturfreundlichere Zonen so in der Stadt und so und Fortbewegung. In vielen anderen Ländern, also Belgien zum Beispiel, steckt ja gerade viel auf Fahrradfahren. So, und ja, man muss aber mal ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit kommt es einem so vor, als wenn sehr, sehr viele Deutsche einfach nur bescheuert sind. Weil man will einfach, oder viele wollen einfach nicht weg von dem, was sie eh gewöhnt sind. Und never change a running system, es läuft also alles wunderbar. Konsequenzen, ach Gott, ja, die sehe ich nicht. Ja, und das können meine Kinder ausbügeln. Ja, noch nicht mal. Also das Problem ist halt, ich verstehe einfach vor allen Dingen gerade die Rechten in der Richtung nicht. Und die sind ja ganz groß da drin. Ich meine, die AfD wettert ja auch wie ein Weltmeister, was es ist. Was total unlogisch ist. Denn der Klimawandel führt nun mal auch dazu, dass wir mehr Flüchtlinge bekommen, denn in Afrika wird es auch immer wärmer und das macht die Sache nicht unbedingt besser. Es ist doch logisch, dass sie sich versuchen, einen anderen Platz zum Leben zu finden. Also eigentlich müssten die Rechten doch für Umweltschutz sein. Also rein theoretisch. Ja, das Problem ist aber, um das zu verstehen, muss man logisch denken. Wir wissen, dass deutsche Leute immer so ein paar Probleme mit diesen logischen Denken haben. Ein paar Probleme? Ne? Ja, ich wollte jetzt nicht ganz so gemein sein. Da gibt es nicht mehr sehr viele Probleme. Das ist eigentlich nur noch ein riesiger Wulz. Aber hey, jetzt kommt ja demnächst das Gesetz gegen Hasskommentare im Netz. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt verdammt viel Geld kosten für die Leute. Ich gönn's denen. Gut, ich meine, hey, sowas macht mir Spaß. Tut mir leid, ich bin da echt sarkastisch drin, aber ich finde das gut. Nicht so gut finden allerdings Schüler die Corona-Maßnahmen in Japan, denn die machen denen schlicht und ergreifend keinen Spaß, was man irgendwie verstehen kann, denn... Also, hat den Schulen vorher überhaupt Spaß gemacht? Also gerade in Japan? Naja, sie sind wahrscheinlich diszipliniert einfach hingelatscht. Aber nee, also es ist halt so, damit die Schulen in Japan wieder öffnen können, sind halt strikte Maßnahmen festgelegt worden zu Anfang. Und da hieß es dann halt... Also Sachen wie, man muss halt eben sehr weit auseinandersetzen,
Mundschutz tragen. Einige Schulen haben das aber dann ein klein wenig übertrieben, denn Schüler sollen zum Beispiel nicht miteinander sprechen, wenn sie zur Schule gehen. Entschuldigung, ich finde das so, oh Gott, ey. Und das so ein paar andere Sachen. Und mittlerweile rebellieren halt sehr viele Schüler dagegen auf und sagen halt, ey, wisst ihr was, Leute, ich gehe einfach nicht mehr zur Schule, jetzt reicht's. Schnauze voll, das macht keinen Spaß. Ich frage mich bloß, wenn die nicht miteinander reden dürfen, heißt das auch nicht, dass ich mich nicht mehr im Unterricht melden muss? Ja, doch, das schon, aber das ist ja eine andere Geschichte. Du darfst halt nicht mehr mit deinen Freunden quatschen. Das ist ziemlich fies, weil ich glaube, das ist für die meisten Kinder so der einzige Lichtpunkt. Der einzige Lichtblick so am Schultag. Naja, es ist vor allen Dingen auch noch dieses Ding, die Schulbehörde hat mittlerweile schon längst neue Richtlinien rausgegeben. Problem ist bloß, die Schulen halten sich nicht dran und halten eben noch an den anderen strengeren Regeln fest. Ja, und das ist halt nicht so toll. Also so Ausleihen von Schulmaterial oder dass Schüler auf dem Weg zur Schule nicht beieinander gehen dürfen und das Mittagessen wird jetzt von Lehrern verteilt und all so ein Krams. Das, ich meine, klar, da macht die Schule dann wirklich keinen Spaß mehr. Das kann ich mir auch nachvollziehen. Ich meine, ich glaube, es gibt auch viele Kinder in Deutschland, denen die Schule einfach nicht mehr Spaß macht, weil sie halt dazu müssen sie aber erstmal Schule haben. Wieso? Mittlerweile gehen ja relativ viele Kinder wieder zur Schule. Ja, einmal die Woche. Ja, naja, besser als gar nichts. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, manchmal ist besser als gar nichts besser. Ich meine, also was wir hier in dem Artikel haben, ist ja aber auch teilweise Schulen, die halt nur gestaffelt Schüler pro Woche halt in den Unterricht schicken. Genau, gibt es halt auch. Und also es ist halt so, ganz ehrlich, in Deutschland kann ich es nicht nachvollziehen. Wir haben Bundesligaspiele etc. Blablabla. Mein Gott, ey, mach die Schulen wieder auf. Wobei mir manche Eltern auch so vorkommen mit ihrer Forderung, dass sie einfach nur froh sind, wenn sie ihre Kinder wieder los sind. Tja, anhand der Schulschließung haben halt ganz viele Eltern gemerkt, dass der Kevin doch nicht überintelligent ist. Das hast du schön gesagt. So geht's meinen Nachbarn. Die waren immer der festen Überzeugung, dass der Kerl total schlau ist. Jetzt haben sie festgestellt, oh Gott, wir wollen das Kind loswerden. Das nervt nur, es ist nicht schlau. Ja, ja. Für die Lehrer wird das hoffentlich ein bisschen entspannter. Nein, aber wie gesagt, ich kann verstehen, dass man halt nicht zur Schule gehen möchte unter solchen Umständen. Und vor allen Dingen, man möchte mit seinen Freunden quatschen. Was soll denn das? Ich meine, man muss ja sich nicht gegenseitig gleich in den Mund röcheln oder sowas. Aber ich meine, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Die Kinder haben doch sowieso einen Mundschutz auf. Warum ist Sprechen dann so schlimm? Das Problem ist wahrscheinlich, dass sie es einfach wieder alles zu genau nehmen. Ja, ja, das haben wir öfter mal bei den japanischen Schulen. Mhm. Ja, aber gut, was willst du machen? Wer es nicht so genau nahm mit der Uhrzeit, war ein Bahnhofswächter. In Beppo. Also hierzu muss man Folgendes sagen, warum wir das erwähnen. Dieser Vorfall hat ein riesengroßes Medienecho in Japan ausgelöst, weil ein Bahnhofsvorsteher irgendwie 10 Minuten verschlafen hat und hat eben die Fahrgäste, naja, nicht mitfahren konnte. Also der Zug war pünktlich, der Ticketschalter war halt auch geschlossen, weil der Mann irgendwie trotz 2 Wecker und, jetzt kommt das Beste, einer Mechanismus, der den Oberkörper oder den Teil des Bettes hochkant stellt, wo halt eben der Oberkörper drauf liegt. Das heißt also, man sitzt nachher nur noch im Bett. So voll lauter. Das hat halt nicht gereicht. Man muss ihn aber auch entschuldigen. Er hatte ja davor Frühschicht, Nachtschicht. Also sprich, er hat bis 12 oder so gearbeitet und musste halt um 5 oder 6 wieder ran. In Deutschland wäre das verboten. Das ist voll krass, finde ich gerade. Ja, gut, wir reden aber über Japan, ne? Ja. Nein, aber es ist halt so, dieses Medienecho, als wäre die Welt untergegangen, das war so, oh Mann, der Mann tut mir echt leid. Ja, echt mal, der hat halt vorher, also, der hat ja kaum Schlaf bekommen, lass den Jungen schlafen. Ohne Witz, in der Region, wo das passiert ist, gab es dann vom Lokalsender sogar eine Sondersendung darüber. Da muss man sich mal vorstellen, weil man ein paar Minuten verschlafen hat. Konntest du diesem schrecklichen Ereignis kommen? Naja, die Bahn gilt halt als pünktlich, ne? Ja, ja, wir kennen ja diese Geschichten, dass die Bahn in Japan sich umständlich entschuldigen muss und Verzeihung sagt vor laufender Presse, weil sie 3 Sekunden zu spät waren. Ja, bei uns oder 5 Sekunden zu früh, das hatten wir auch schon. Bei uns macht die Bahn das anders. Sie legt halt einfach den Zeitraum fest, auf wann man pünktlich ist. Das stimmt auch, ja. Ja, dass die Deutsche Bahn denkt sich so, naja, du bist ja trotzdem noch nach Hause gekommen, ne? Wo ist das Problem? Ja, zwar 2 Tage später, aber...
Dafür hast du eine schöne Bahnfahrt gehabt, nicht? Genau, ist doch auch mal was Schönes. Und vielleicht ein paar Stunden im ICE rumsitzen, ohne Klimaanlage, bei schön brütenden Sommerhitze. Weil jetzt weißt du, wie sich ein Gockel im Ofen mit fühlt. Mit rumschreienden Kindern und rumschreienden Frauen, die alle irgendwie und stark alkoholisiert sind. Moment, ausgekoppeltes Bordbistro. Und nicht funktionierende Toiletten. Oh, ein Reiseerlebnis, sag ich euch. Also ganz ehrlich, da ist doch eine richtige Actionreise gar nichts gegen. Vergesst Tom Taylor, bucht euch eine Bahnfahrt. Oh, da kriege ich richtige Nostalgie-Gefühle. Ist es nicht wunderbar, wie wir alle von unserem Deutsche Bahn-Trauma sprechen, als wenn es der beste Urlaub ever war? Auf was denn nicht? Also ganz ehrlich, meine letzte Fahrt mit der Bahn war toll. Da wollte ich von Köln nach Hamburg. Gibt übrigens eine Direktverbindung mit dem ICE. Ich habe 3 Tage gebraucht. Ach, naja. War eine super Fahrt. Ich wollte nur einen Wochenendtrip machen. Hat Spaß gemacht, ja. Aber auch vielleicht auf Japan wieder zurückzukommen. Also, auch wenn diese Meldung sehr skurril ist, ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, dass viele Bahnhofsvorsteher da irgendwie solche Sachen haben, vor allem wenn es schon mal passiert ist, dass sie verschlafen haben, weil Pünktlichkeit ist alles in Japan. Ja, aber eine Apparatur, die den Oberkörper aufstellt, also, ey. Er ist krass vorbereitet. Ich finde es auch lustig, dass sie das alles so den auch befragt haben und analysiert haben. Wie konnte es dazu kommen, dass du verschlafen hast? Ja, ich vielleicht wegen Bäcker der Nachtschicht, aber das ja, hatten dann, wir ja keinen. Und dann ist die Polizei, hat bestimmt auch noch die Wohnung durchsucht, wie es dazu kommen konnte. So, und hat halt seine Apparatur untersucht. Denk dran, Freunde und Nachbarn wurden auch befragt. Und Haustiere. Und, ja, die Katze wurde bestimmt stundenlang verhört. Also es hört sich jetzt natürlich, oder wir machen uns gerade drüber lustig, aber ganz ehrlich, so weit ab vom Schuss ist das gar nicht. Also alleine dieses Medienecho ist einfach nur lächerlich. Ich meine, ja gut, er hat verschlafen, meine Güte. Da konnten ein paar Leute halt nicht den Zug nehmen, waren irgendwie 15 Leute oder so. Ich glaube 9 sogar nur. Achso, 9, ja gut, auch nicht gerade besser, aber naja. Boah, ich stelle mir gerade vor, wie oft wir solche Meldungen hätten, wenn wir über Baden... Fahrer oder Personal sprechen, was verschlafen hat. Oh, ja, das wäre verschlafen, glaube ich, gar Zeitung. Nicht, weil wenn wir über kaputte Züge und so weiter sprechen, haben wir ganz nichts anderes zu tun. Ich glaube, da bräuchte man eine eigene Zeitung. Die Bahnverspätung, garantiert pünktlich. Außerdem muss ich mal als Pendler dazu sagen, es kommt durchaus öfter vor, dass Bahnpersonal einfach nicht da ist, weil es verschlafen hat oder andersweitig im Stau steht oder weil es mit der Bahn gefahren ist. Ja, das ist glaube ich, das Peinlichste. Ja, ich bin mit der Bahn gefahren, deswegen bin ich unpünktlich. Ja, toll, können Sie jetzt den Zug endlich in Bewegung setzen? Oh Mann, wir haben eine tolle Meinung über die Deutsche Bahn. Ach ja, die Bahn kommt, die Frage ist nur wann. Das stimmt. Ist der beste Slogan schlechthin? Gut, egal, machen wir weiter. Oh Gott, ey, Hilfe. Japan öffnet sich übrigens wieder. Und zwar dürfen demnächst 250 Ausländer pro Tag ins Land rein. Aus 4 bestimmten Ländern, muss man dazu sagen. Aber es ist schon mal wieder ein erster Schritt. Denn bekanntlich ist Japan ja gerade mehr oder weniger abgeriegelt. Also insgesamt dürfen Menschen aus 111 Ländern nicht einreisen. Ziemlich ärgerlich übrigens, es dürfen auch keine Leute einreisen, wenn sie gerade in diesem Land sitzen, weil sie zum Beispiel zu einer Beerdigung oder so mussten. Aber einen festen Wohnsitz in Japan haben, da dürfen sie auch nicht wieder rein. Und jetzt beginnen sie halt langsam zu lockern, dass halt zumindest ab Sommer wieder Ausländer rein dürfen. Natürlich auch nur, wenn sie einen Test gemacht haben und all solche Sprenzchen. Allerdings halt nur aus Australien, Neuseeland, Thailand und Vietnam. Und auch nur Geschäftsleute. Und für alle, die sich jetzt die Hände reiben und sagen, geil, wir können bald wieder nach Japan fliegen, nee. Rechnet mal lieber dieses Jahr nicht mehr damit, denn erst kommen die Geschäftsleute, dann kommen Studenten und dann kommt der Tourismus. Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Ja, das hatten wir aber eigentlich schon gedacht, ne? Eigentlich ja. Ja gut, was will man jetzt auch in Japan? Karaoke singen mit Mundschutz. Und Sicherheitsschirm vom Mikro gepinnt. Gibt's bestimmt dieses vietnamesische Corona-Lied, gibt's bestimmt in den Karaoke-Bars zu singen. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich will's jetzt auch, glaube ich, gar nicht wissen. Okay. Ist besser. Was hatte ich nochmal bei Last Week Tonight gesehen? So ein Lied über Corona. Also, dass man sich die Hände waschen soll und sowas.
Ach so, sowas meinst du. Und morgen. Ach, das gibt's doch auch von wie heißt der, hier der Pan Pine Apple. Ach so, Apple ja, Pan das gibt's. Hat. Das ist ja, bestimmt auch schon in den Karaoke-Bars. Ja, garantiert. Und morgen reden wir dann übrigens darüber, warum Mickey so eine ganz komischen Seiten liest. Okay, weiter im Text. Jedenfalls ist es halt so, dass aktuell auch 181 Länder Reisebeschränkungen für Japan festgelegt haben. Das heißt also, aktuell ist ja im Prinzip Verreisen eine ganz blöde Sache. Wobei, in Europa geht es ja bald wieder. Zumindest der Ballermann macht bald wieder auf. Yay! Oh Gott. Ja, total. Ich freue mich. Naja, jedenfalls ist es halt so, dass Japan jetzt gerade daran arbeitet, dass zumindest die Beschränkungen für Geschäftsleute erst wieder gelockert werden, damit zumindest die Wirtschaft mal langsam wieder in Fahrt kommt, denn das wird auch immer schlimmer. Ja, warten wir mal ab, was die Touristen wieder reinlassen. Ich meine, man muss ganz ehrlich sein, also zumindest kann ich mir vorstellen, dass den Einwohnern in Tokio das wahnsinnig freut, dass gerade keine Touristen da sind, also alle, die nicht in der Tourismusbranche arbeiten, denn mein Gott, man kann durch die Stadt gehen und wird nicht zu Tode fotografiert. Ja, das Thema hatten wir auch schon, dass die Straßen jetzt alle leer sind und ich glaube vor allem Geishas so ein bisschen aufatmen können, dass sie nicht ständig gestalkt werden. Ja, glaube ich nicht. Das Problem ist, jetzt werden sie ja noch weniger gebucht. Also ja, gut, natürlich für den Ich würde sagen, ja klar, von der Hinsicht aus ist es nicht gut, aber ich meine, sie freuen sich sicherlich darüber, dass sie mal nicht gestalkt werden. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ich finde es jedenfalls, ich bin hier gerade nebenbei nochmal ganz kurz bei dem Artikel am Kommentare durchblättern. Ich finde das sehr lustig, wie Leute teilweise rumheulen. So, wir können jetzt nicht nach Japan reisen. Ja, mein Gott, dann verschiebt es doch. Als wenn man jetzt reisen müsste. Dann reist in Deutschland, tut was für unseren Tourismus. Ja, stell dir vor, du bist schwer erkrankt und hast nur noch einen Monat zu leben. Und jetzt? Ja, dann wollen die Leute auch erst recht nach Japan. Moment, ich glaube, das war jetzt ein bisschen verkehrt. Naja, nein, aber es ist halt wirklich so. Also ich verstehe es nicht, dass man jetzt mit Ach und Krach unbedingt durch die Welt reisen muss. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel seine Freundin oder seinen Freund in Japan sitzen hat und man ihn wiedersehen möchte oder Familie. Klar, natürlich. Aber jetzt rein als Tourist ernsthaft unterstützen unseren Tourismus. Den geht's genauso scheiße übrigens. Ja. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, würde dazu jetzt nichts einfallen, was man da noch zu sagen könnte, außer ein Ja, eigentlich auch nicht. So, das nächste Thema. Die Regierung hat sich nämlich noch was ausgedacht oder zumindest eine Empfehlung abgegeben. Da kann man aber von ausgehen, dass sie umgesetzt wird. Ich muss sagen, ich bin bei dem Thema ein bisschen zwiegespalten, denn die japanische Regierungspartei will GPS-Überwachung von verurteilten Sexualstraftätern. Also man könnte jetzt sagen, wow, tolle Sache, ich habe damit bloß ein bisschen Zahnschmerzen, denn das Problem, was ich sehe, ist, naja, in Japan landet man sehr schnell wegen irgendwas, manchmal vom Kader, das ist bekanntlich nicht so, hatten wir, glaube ich, irgendwie letztens auch mal ein bisschen drüber gesprochen, und Problem ist halt, dass Ausgrenzung sehr groß geschrieben wird, und das halte ich für gefährlich. Auf der anderen Seite, ja, natürlich, also um das kurz zu Ende zu führen, natürlich ist es immer gut, Sexualstraftäter unter Kontrolle zu halten, damit es ja bloß keine erneute Straftat gibt, um Himmels Willen. Aber wie gesagt, also ich sehe das ein bisschen gespalten. Was ich wiederum gut finde, ist, dass gleichzeitig vorgeschlagen worden ist, dass der Opferschutz verstärkt werden soll. Das ist eine richtig gute Maßnahme. Ja, also den Opfern helfen halt irgendwie psychisch oder sowas. Ja, momentan werden sie ja auch ganz gut alleine gelassen. Das ist ja, eigentlich deswegen. Beschämend, wenn man mal ehrlich ist. Die müssen ja erstmal das verarbeiten sozusagen. Die meisten Menschen brauchen ja Hilfe bei sowas. Deswegen. Ja, man sollte sie einfach nicht alleine lassen, schlicht und ergreifend. Ja. Und fertig und Möglichkeiten bieten. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Was bei Sexualstraftätern in Japan ist, wo ich sage, dass ich die Idee eigentlich ganz gut finde, nicht und auch nicht so ganz große Bedenken habe, ist einfach die Tatsache, wie Japan Sexualstraftäter verurteilt. Also wenn wir jetzt mal die Grabscher rausnehmen, sind die da relativ lasch. Also wir kennen ja alle die Storys mit der
Journalistin, die vergewaltigt wurde, die seit, glaube ich, 5 Jahren dafür kämpft, dass ihr Vergewaltiger verurteilt wird. Ja, und das oder immer der noch Vater, nicht praktisch ist. Ja, oder der Vater, der seine Tochter vergewaltigt hat und freigesprochen wurde und so. Genau, also, naja, gut, den haben sie ja später nochmal, nachdem es Proteste gab, nochmal vor Gericht gestellt. Aber deswegen habe ich da eigentlich weniger Bedenken. Wie gesagt, meine Bedenken würden sich halt höchstens auf diese Grabscheinzügen beziehen, weil da wurden durchaus schon öfter mal fälschlicherweise halt Leute verurteilt. Gibt es auch, glaube ich, einen sehr interessanten Film darüber. Das wäre halt so meine einzige Bedenken. Aber wenn wir hier tatsächlich von Sexualstraftätern sprechen, die massive Sexualstraftaten begangen haben, also Vergewaltigung, Kindesmissbrauch etc., sehe ich kein so großes Problem, weil Japan halt vom Strafenkatalog da so oberflächlich ist, dass wenn jemand mal wirklich verknackt wird, der das wahrscheinlich auch zu 100%ig dann gemacht hat. Ja, das Problem ist, es wird die Leute halt nicht abhalten. Also ich glaube, das Effektivste wäre, wenn man mal richtig drakonische Strafen dafür auferlegt. Aber ja, daran denkt man komischerweise nicht. Ich glaube, viel eher würde halt helfen, ist halt meine Sicht, denn auch diesen Tätern beim Resozialisieren zu helfen halt, weil viele dieser Täter sind ja meist auch Menschen, die auch irgendwo gewisse Probleme haben sozusagen und halt ihren Frust auf die falsche Art und Weise rauslassen. Ja, natürlich, aber ich bin trotzdem der Meinung, Strafe muss sein. Da kommt man immer nicht drum rum. Man sollte eigentlich beides machen. Also man sollte sie jetzt nicht einfach nur im Knast rein, Tür zu, Schlüssel wegwerfen. Sondern man muss auch da natürlich betreuen. Aber man darf halt nicht vergessen, Opferschutz sollte immer Vorrang haben, grundsätzlich. Ja, klar. Aber auch GPS, muss ich sagen, persönlich finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock auf Psychopaths. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Naja, aber zum Beispiel wäre da, also vielleicht ist das die ganze Überwachung ja durchaus problematisch, aber zum Beispiel bei Kindes, also jemand, der Kinder missbraucht, ist es halt so eingestellt, dass es praktisch eine Überwachung gibt und dass die meistens auch die Auflage haben, sie dürfen sich zum Beispiel Schulen nicht nähern. Auf einen gewissen Abstand. Und da könnte man das halt tatsächlich überprüfen, weil diese Menschen sind halt wirklich krank. Also das soll jetzt nicht eigentlich anhören, als wenn ich Mitgefühl hätte, aber sie sind halt krank. Und es ist halt ein Drang, wie bei einem Alkoholiker, den man durchaus manchmal nicht widerstehen kann. Und da ist es halt, denke ich, wichtig, dass, wenn man merkt, dass der in diesem Bereich sich aufhält, dass man da auch reagieren kann schnell, falls dann die Meldung kommt, ja, da ist ein Kind verschwunden und oh wow, der war da in der Nähe und so. Das heißt natürlich, dass man auch so ein bisschen die Leute unter Generalverdacht stellt, aber ich weiß nicht, ich finde es zur Sicherheit der Allgemeinheit durchaus eine Idee. Wie gesagt, es kommt drauf an, wie man es umsetzt. Das Problem ist halt die Frage, wann pocht man zu sehr auf Sicherheit? So, und grenzt zu viel ein? Ja, eben. Also wann vor allem greife ich zu sehr in die Privatsphäre eines Menschen an? Ich meine, er hat ja trotzdem ein Recht darauf auf Privatsphäre, die Person. Und also, ich sag mal so, solange man das nicht so wie in der USA macht, wo du bekanntlich eine Map aufrufen kannst und dann siehst du, wer wohnt denn hier gerade so fröhlich in meiner Nachbarschaft. Denn das halte ich in Japan wirklich für verdammt gefährlich. Gut, kann man noch darüber reden, ob so eine GPS-Überwachung vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, aber sie sollte halt zeitlich vor allem begrenzt sein. Also sie sollte jetzt nicht so hier kommen, jetzt hast du den Rest deines Lebens ein GPS-Ding am Fuß. Na, das ist ja sowieso blöd. Und man sollte halt trotz allem auch gerade dann an der Mensch, jetzt helft mir doch mal. Jetzt spreche ich mal du. Jetzt kann ich es auch nicht mehr. Resozialisierung. So. Nein, also man sollte halt auf jeden Fall auch daran arbeiten. Ich finde, es müsste halt Hand in Hand gehen. Also wichtig ist halt wirklich in allererster Linie immer erst das Opfer. So, und wenn man halt eben die Leute nicht einsperrt, dann eben okay, GPS dran, aber eben therapieren. Weil das nur das hilft auch tatsächlich. Ja, natürlich, das ist sowieso am wichtigsten, weil es bringt, wie gesagt, nicht die Leute einfach einzusperren, wenn man sie halt mit diesem Problem auch alleine lässt, weil die Leute sind halt, also zumindest Kinderschänder sind krank und Sexualstraftäter haben meistens auch irgendwie ein tiefer sitzenderes Problem. Ja. Und ja, es bringt nichts, sie einfach da wieder freizulassen und sagen, jetzt, kümmere dich selbst darum. Ist jetzt ein bisschen heftig, so darüber zu reden. Also versteht uns nicht falsch, wir haben kein Verständnis für solche Taten, um Himmels Willen, und schon gar nicht für die Täter. Aber ich glaube halt einfach nur so kann man die Öffentlichkeit vor weiteren als vor Wiederholungstätern schützen. So, und ja. Da bringt nicht einfach nur GPS was. Vor allen Dingen, ich meine ganz ehrlich, die Menschen sind nun mal leider auch nicht doof. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und man kann alles aushebeln. Haben wir ja bei Ant-Man gesehen.
Okay. Ich nicht, aber okay. Ja, aber wenn wir gerade dabei sind, haben wir doch auch noch eine traurige Nachricht. So, jetzt kommt's. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wie man den ausspricht. Also, es gibt ein Mochi, der ist unglaublich berühmt. Der wird verkauft in so einer rosa Verpackung. Den kennt garantiert jeder von euch. Ihr habt das zumindest schon einmal in einem Anime gesehen, dass irgendjemand diesen Mochi unbedingt mitbringen wollte. Und der wird in einem bestimmten Laden hergestellt. Der nennt sich Suzuki Sushi... Sushi Hogan oder irgendwie so. Ich konnte den Namen noch nie aussprechen. Und dieses Geschäft wird jetzt nach 130 Jahren geschlossen und stellt halt die Produktion des Kuya Kanzuke Mochi ein. Ja, und das alles nur wegen Corona. Keine leckeren Mochis mehr. Wobei, ich mag die Dinger nicht. Also die speziell nicht. Aber das ist hart. Ich hab's noch nicht probiert. Ja, ich weiß nicht. Nee, also Mochi ja, aber die mag ich nicht. Nein, aber es ist natürlich ziemlich hart und jetzt gerade aktuell kämpfen vor allen Dingen die Fans darum, dass zumindest der Online-Vertrieb weitergeht, denn wäre halt schon schade, da geht ein Stück Kultur flöten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ja, ich verstehe definitiv die Bedenken, wenn man wenn man damit halt was verbindet, sozusagen. Stellt sich halt heraus, dass es allein schon in letzter Zeit die wohl Probleme hatten. Naja, das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, da muss man überlegen, dass der Tourismus vollständig zusammengebrochen ist. Und das ist halt so typisches Mitbringsel. Ja, nee, ich meine halt auch nur so Jahre vorher hatten die jetzt auch schon Probleme mit der überhaupt das noch weiter zu finanzieren. Also die Firma, die diese Mochi produziert, ist noch von einer anderen Firma aufgekauft worden in 2016. Und jetzt durch Corona haben sie halt beschlossen, gut, wir haben zusammengerechnet, es lohnt sich nicht. Tschüss. Also man muss bei den Mochis dazu sagen, es gibt da ein kleines Problem mit der Lagerung, weil die verderben relativ schnell. Ja. Und das macht das Ganze halt so ein bisschen problematischer. Ist halt, wie gesagt, schade. Und vor allem ist es ja auch nicht das einzig traditionsreiche Geschäft, denn zwei Fugu-Restaurants in Osaka, da mal ganz kurz, wenn ihr an Osaka denkt, da kennt ihr doch bestimmt diese riesengroßen Papierkugelfische, die an zwei Restaurants angebracht sind. Die sind eigentlich typisch für Osaka, gibt es auch schon seit über 100 Jahren, die Dinger. Und die beiden Restaurants schließen jetzt halt auch wegen der Corona-Krise. Und das finde ich schon ganz schön hart. Man sieht halt, dass es dann doch Geschäfte trifft, die eigentlich schon so lange existiert haben. Man hat ja mal vorher gesagt, ach, das wird schon nicht so schlimm. Aber jetzt sieht man halt, auch wenn die Geschäfte wieder aufmachen, dass es für viele zu spät ist. Ja, leider. Es ist halt schade. Muss ich sagen, gerade so, dass das dann so traditionsreiche Geschäfte verschwinden, weil sie sich einfach partout nicht mehr halten können. Und das Problem ist halt, es gibt natürlich Unterstützung, aber die scheitert meist an Bürokratie. Oder man muss sich einen Experten holen, der die Anträge ausfüllt. Problem ist, der Experte ist teurer als die Subvention, die man kriegen würde. Yay. Macht sich vielleicht dann nicht ganz so toll. Und es kostet halt leider richtig, richtig alteingesessenen und auch bekannten Läden den Kopf. Also mal abgesehen davon, dass es allen möglichen Geschäften gerade den Kopf kostet. Das sowieso. Und die Lage wird ja nicht besser. Ja, es ist auch vor allem sehr traurig, dass die Regierung es immer noch nicht auf die Reihe kriegt, halt anständig zu reagieren. Ne? Man hat ja gesagt, nö, das muss ja keiner schließen, wir kriegen ja Unterstützung. Und ich meine, wie viele Unternehmen warten immer noch auf diese Hilfsgelder? Naja, sie haben ja jetzt einen zweiten Nachtragshaushalt von, ich glaube, 39 Billionen Yen beschlossen, das jetzt speziell für medizinisches Personal und für kleine Unternehmen zumindest ausgegeben werden soll, damit die halt schneller Hilfe bekommen. Aber gut, sagen kann man viel. Ist halt die Frage, was da unten unterm Strich bei rauskommt. Problem ist halt, langsam wird die Haushaltslage für Japan ein bisschen beschissen. Also noch beschissen als sie eh ist, weil Japan ist ja schon eins der höchst verschuldeten Länder. Und das Defizit ist jetzt schon. Und mit den beiden Nachtragshaushalten zusätzlich zum aktuellen Rekordhaushalt, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Also allgemein steuert Japan gerade auf eine sehr, sehr turbulente Zeit zu. So, wir haben jetzt über ganz viel schade, traurige Dinge und böse Dinge gesprochen. Komm, reden wir über den PlayStation 5. Yay! Darauf hast du dich den ganzen Podcast gefreut, nicht? Ah, naja, was heißt gefreut? Wir können ja ehrlich zugeben, dass wir vorher schon so ein bisschen drüber diskutiert haben und ich mich so ein bisschen gemobbt gefühlt habe, weil ich glaube, ich die einzige von uns dreien bin, die sie nicht schlimm findet. Ich finde sie nicht schlimm. Ich würde sie mir so oder so nicht kaufen, weil interessiert mich nicht. Ich spiele am PC. Und da kommt die PlayStation nicht ran. Aber
ich habe halt ein bisschen die Kommentare auf den Artikel bei uns gelesen. Und die sind nicht so positiv. Aber vielleicht solltest du erstmal erklären, um was es eigentlich geht. Ja, na, also ich glaube, ich muss nicht so viel erklären. Es haben, denke ich, die Mehrheit mitgekriegt, dass kürzlich die PlayStation 5 endlich enthüllt wurde. Also enthüllt, man hat halt gezeigt, wie sie endlich aussieht. Das war ja die große Spekulation seit Wochen. Und ja, ganz und kurz, ich gehe mal ganz kurz dazwischen. Liebe Leute, denkt euch einfach mal den Kopf von Kaiwa aus Yu-Gi-Oh! Drauf. Ich bin der Meinung, es sieht genauso aus und ist davon inspiriert. So, Punkt, weiter. Es gibt so viele Jokes. Manche sagen auch, es sieht aus wie Detroit Become Human, andere sagen, es erinnert an Portal. Jedenfalls ist es halt das Design draus und es gab sehr viele Memes dazu. Ich verstehe es nicht. Also klar, die Memes sind lustig. Ich finde das Design nicht so schrecklich, hat was Futuristisches. Es erinnert mich halt so ein bisschen an Portal. Sie sieht schöner aus als die letzte. Das wollte ich gerade sagen. Das andere Ding, das war einfach nur so ein schwarzer Klotz, der übrigens sehr schnell Kratzer gekriegt hat auf der Oberfläche, warum auch immer. Das Problem, kann ich nicht mitreden. Das Problem ist, glaube ich, an dem Design, dass es sehr schlecht altern wird, weil es halt quasi so eine Zukunftsvision von jetzt ist. So, wenn wir irgendwann mal dann in dieser Zukunft sind und die sieht ganz anders aus, dann lachen wir über die PlayStation 5. Dann gibt es doch PlayStation 6, 7, 8, 9. Irgendwann gibt es dann hoffentlich mal das, Holodeck. Dann ist es auch egal, wie es ausgesehen hat. Ohne jetzt gleich irgendwie einen Konsolenkrieg wieder anzufangen, aber ich finde, sie sieht attraktiver aus als die neue Xbox. Sie sieht nämlich einfach nur aus wie so ein Bauklotzwürfel oder ich ein mag den Kühlschrank. Was? Du hast was gegen die Xbox? Also, das habe ich nicht gesagt. Ganz ehrlich, dieser Konsolenkrieg ist so albern. Ich meine, die Leistung ist ungefähr dieselbe, nur dass die PlayStation jetzt wohl eine schnellere SSD-Platte hat, weil die da irgend so einen Chip draufgeklatscht haben oder so, wie du vorhin mir netterweise erklärt hast. Sind die Spiele wirklich toll? Ach, ganz ehrlich, ist es real, ist man selber Einheitsbrei. Also vielleicht, um mal ein bisschen mehr Zahlen um uns zu schmeißen, die Danke. Neue SSD hat etwas, ich glaube, es nennt sich I.O., irgendwie so genannt, hat halt praktisch 5,5 Gigabyte pro Sekunde, damit hat es eine geringere Ladezeit und, um einen kleinen Vergleich zur aktuellen Konsole zu ziehen, sie ist 100 Mal schneller als die PlayStation 4. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, aber trotz allem hat sie im Prinzip genau die gleiche Technik wie die Xbox, ne, die neue. Also Chip ist im Prinzip derselbe. Ja, ich glaube, die Xbox ist sogar ein klitzekleines bisschen leistungsstärker. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, weil ich bin Konsolenspieler, aber mich interessiert die Leistung nicht. Es geht mir tatsächlich um die Spiele und da muss ich leider bei Xbox sagen, die haben die schlechteren Exklusivspiele. Also ganz ehrlich, bäh. Ich warte sowieso immer, bis PC-Spiele so günstig sind, dass ich jetzt sage, okay, jetzt schlage ich mal zu. Außer bei Assassin's Creed. Aber was ich jetzt noch so mitbekommen habe, ist, dass der Preis noch nicht bekannt gegeben wurde und dass noch befürchtet wird, dass der Ding schweineteuer wird. Da habe ich interessanterweise heute etwas gesehen und zwar, ich weiß nicht, wie weit es stimmt, aber auf Amazon Frankreich wurde kurzer Zeit die PlayStation 5 gelistet, versehentlich natürlich. Und da stand ein Preis von 499 € dran und Ende November war der released angegeben. Mit oder ohne Laufwerk? Das war nämlich die Frage, weil 499 finde ich für eine neue Konsole mit Laufwerk ein bisschen zu wenig. Also ich denke, das war eher der Preis für ohne. Aber 20. November könnte sogar hinkommen, weil Sony hat ja angegeben, man möchte es noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft rausgeben und das Ende November meistens so immer der Termin für. Ja, ich bin eigentlich eher von dem neuen Controller ganz fasziniert, weil der hat ein sogenanntes haptisches Feedback. Das heißt, die Tasten haben eine Art Widerstand jener Funktion, die man spielt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Charakter spiele, der einen Bogen verwendet, wie zum Beispiel jetzt in The Last of Us 2, dann wird dieser Druck, also diese Spannung, die der Bogen im Realleben verursacht, auf die Tasten reflektiert. Und das finde ich ziemlich cool. Da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Das ist okay, wenn die Konsole verkauft wird und ich gehe durch ein Wohnviertel durch mit ganz vielen Häusern, die mehrere Etagen haben, spanne ich den Regenschirm auf. Ist sicherer. Ich verdammter Scheiß, ich hab den Bogen wieder nicht gespannt bekommen. Und der Controller fliegt. Kabel hat er ja nicht, so wie das aussieht, ne? Das macht die ganze Sache übrigens nicht besser. Das denke ich doch, eigentlich schon. Also ich zumindest ist es auf der Konsole sowas wie ein USB-Anschluss zu sehen. Also ich denke schon, du musst den ja irgendwie aufladen. Und eine Ladestation wurde auch vorgestellt. Von daher wird das Ding wahrscheinlich genauso ladbar sein wie die letzten PlayStation-Controller. Na gut, liebe Leute, jetzt würden wir gerne von euch mal wissen, was holt ihr euch? Die neue Xbox oder die PlayStation 5?
Schreibt es in die Kommentare. Auf der Webseite, für die Leute, die bei Spotify übrigens hören, bitte auf unserer Webseite. Ja. Und weil du vorhin auch meintest, die Spieleauswahl, ich finde die jetzt nicht so unattraktiv. Also wir haben, wie gesagt, von Racing Games bis Horror, also zum Beispiel das neue Resident Evil wurde ja vorgestellt. Wir haben ein nettes neues Adventure mit Sackboy, A Big Adventure. Du solltest mal von einem Spiel erzählen, das wohl in Japan spielt. Ah, Ghost Real Wire? Ghost Wire? Tokyo? Tokyo, ja. Wire? Ja. Ja, ich hab's immer zu tun. In Tokyo, ja, das hat doch die gute Nakamura ursprünglich angekündigt, die übrigens nicht mehr beim Projekt dabei ist. Ja. Oh. Die ist, ich glaube, die ist gar nicht mal allzu lange nach der E3, wo sie es angekündigt hat, dann. Ja, ich glaube, so einen Monat später war sie weg. Dafür hat sie ja, also kurz um abzufahren, davon hat sie ja gesagt, dass sie sich bemüht, um einen neuen Teil von Okami rauszubringen. Die was für Japan-Fans wahrscheinlich auch sehr interessant ist. Ja, aber der Titel ist, denke ich, auch so für Japan-Fans am interessantesten, denke ich. Ist aber ein anderen First-Person-Shooter, oder? Ghost? Das Problem ist, so viel hat man von diesem Spiel bisher noch nicht gesehen. Also gameplay-technisch zumindest nicht. Es wird First-Person sein. Also es gibt zwar erste Gameplay-Szenen, aber so richtig weiß ich noch nicht, wie man das Spiel beschreiben soll. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Miki? Ja, es sieht halt aus wie so eine Art Shadow Warrior vielleicht. Also ja. Das ist ein bisschen, also so ein Nahkampf mit Magie. Ah ja. Micha ist so voll begeistert, so toll. Leute, ich spiele zwei Spiele in meinem Leben. Das eine ist Guild Wars 2 und das andere sind alle Assassin's Creed und das war's. Obwohl, nee, stimmt, nee, sind ein paar andere, da muss ich jetzt Uplay öffnen, aber in der Regel sind das halt immer die beiden. Also von daher kann mich andere Spiele, weiß nicht, da bin ich zu alt für, fertig. Ja, aber das Game sieht halt in der Hinsicht sehr interessant aus. Das spielt ja, wie gesagt, in Tokio und es soll wohl sehr detailverliebt sein in der Ansicht von Tokio, also sehr genau es darstellen. Und auch so ein bisschen geisterwelttechnisch, also es geht wohl um Yokai und so weiter und so fort. Es könnte durchaus ein sehr, sehr interessanter Titel sein, gerade vielleicht, weil man noch nicht so viel gesehen hat davon. Aber ich bin ein Mensch, ich mag Videogames, die anders sind. Aber was ich überhaupt nicht mag, sind Videogame-Trailer, die im Prinzip jeden kleinen Furz vorkauen. Ich möchte von einem Spiel auch überrascht werden. Und wenn ich dann 30.000 Trailer habe, die mir im Prinzip das ganze Spiel schon zeigen, warum soll ich es dann noch kaufen, ne? Ich weiß nicht, weil du es selber spielen möchtest. Das ist so, ja. ich weiß, dass Let's Plays und so weiter ja abgeben wie Schmitz Katze, aber wenn ich so ehrlich bin, ich gehöre noch zu der Generation, wo, Alter, gib mir den Controller oder ich hau dich gleich an die Wand. Ich will nicht zugucken, ich will selber spielen. Das stimmt, aber ich bin halt ein Mensch, der hat nicht so viel Geld und manchmal, wenn es halt sehr, sehr alte Spiele sind oder Spiele, wo ich mir sicher sein kann, dass ich sie nicht zu einem Preis kriege, wo ich nicht meine Niere verkaufen muss, dann muss ich leider auf Let's Plays manchmal zurückgreifen. Oder Longplays, ich muss ja nicht unbedingt jemand beim Quatschen zusehen. Das reicht ja auch, wenn ich es mir so angucke. Ich wollte gerade sagen, gerade das Gequatsche hat vor allen Dingen. Ich habe es einmal gewagt, von hier einem großen deutschen Spieler mit einem Video anzugucken, wo er fast einen Herzinfarkt bekommen hat, wo ich immer dachte, Alter, geht's noch? Nee, lass mal. Das nie. Ja, also ich finde solche Videos nur hilfreich, wenn ich gerade irgendwas suche und das partout nicht fände. Naja. Ja. So zum Schummeln wird's genommen. Was soll's denn hier schummeln? Ja. Nein, das ist ja gut, ist ja gut. Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo du die Infos herbekommst. Wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie unsere Zuhörer das sehen. Also Konsolen. Genau, und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr auch gleich noch, Entschuldigung, wenn ihr schon dabei sind, könnt ihr auch gleich nochmal beantworten, AMD oder Intel? dann machen wir es gleich ganz hart. Weil wir gerade über tolle Konsolen und Blas sprechen, kommen wir doch mal zur Digitalisierung in Japans Supermärkten. Denn auch da haben es dank der Corona-Krise einen ziemlichen Sprung gemacht. Denn die Digitalisierung schreitet voran. Also Digitalisierung in dem Sinne, dass halt sehr viele Leute mit Karte zahlen. Ja, das ist mittlerweile gang und gäbe. Man muss dazu sagen, glaubt man kaum, aber Japaner lieben tatsächlich eigentlich Bargeld. Noch mehr als wir hier in Deutschland, und das soll was heißen. Und mittlerweile ist es halt so, dass Scan-and-Go-Kassen sehr beliebt sind. Kennt ihr wahrscheinlich aus hier diesem großen Möbelhaus da. Sprich, ich jag den Scanner halt selber rüber, sparen wir uns die Kassiererin.
Aber halt auch so Dienste wie zum Beispiel kaufe online und hol das dann am Parkplatz ab oder wir liefern nach Hause und so weiter, werden immer beliebter. Das ist interessant eigentlich, dass es erst jetzt so beliebt ist. Ich dachte eigentlich auch, dass Japaner mehr an solche Techniksachen interessiert sind. Nee, tatsächlich nicht. Also man denkt immer, Japan so das super voll technologisierte Land und so weiter. Ja, in einigen Dingen stimmt das sogar, so zum Beispiel ihre Toiletten, aber in anderen Dingen sind die ganz, ganz altmodisch. Und es ist so, Japan arbeitet schon irrsinnig lange dran, die Digitalisierung der Zahlsysteme endlich mal hinzubekommen. Die hinken ja ganz schön hinterher und hatten ja letztes Jahr eine große Initiative starten wollen. Die hat auch ganz gut geklappt, wenn die Steuererhöhung nicht gewesen wäre. Und jetzt kommt halt Corona und Corona schafft auf einmal, dass der Anstieg an diesen gerade Mobilbezahlsystem extrem nach oben geklettert ist. Ich finde es interessant, dass es überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt. Weil also dass man sich tatsächlich darauf verlassen kann, dass diese Menschen ehrlich sind und da alle ihre Produkte einscannen, anstatt irgendwas mitzunehmen. Ich denke schon, dass die noch Alarmanlagen haben werden, Miki. Nee, kannst du von ausgehen. Und Kameraüberwachung. Also du wirst nicht einfach damit rausgehen können. Eben. Nein, aber viel interessanter ist es halt eben mit diesen alternativen Bezahlsystemen. Das würde ich mir in Deutschland übrigens auch wünschen. Aber nee, spätestens beim Bäcker musst du wieder Kleingeld rauskramen. Das geht mir übrigens so auf den Keks, dass du überall im Prinzip nicht mit Karte zahlen kannst. Ich mag übrigens sehr ungern mit Bargeld zahlen. Und da ist Japan jetzt tatsächlich halt auf einen schönen Sprung. Finde ich gut. Doch, ja. Ich weiß nicht, Miki, bist du mehr Bargeld-Mensch oder digital? Also vorher immer Bargeld eigentlich, aber jetzt durch Corona die ganze Zeit immer nur halt Karte. Ja gut, jetzt durch Corona, gut, ich war jetzt wegen Corona nicht besonders oft draußen, aber ich bin eigentlich ein totaler Bargeld-Mensch. Also ich gar vielleicht, nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch nicht dieses Vertrauen in solche System habe, einfach so oft, wie man halt hört, dass in Japan auch Systeme einfach sofort gehackt wurden. Ja, oder gut, aber andersweitig Probleme gibt, denke ich mir so, wenn meine Brieftasche geklaut wird, ist okay, das kann auch passieren, aber ich weiß nicht, ich vertraue Bargeld irgendwie mehr als nach. Ja, aber wenn deine Brieftasche geklaut wird, das Bargeld drin, ist es erst recht weg. Beim Karte habe ich doch die Möglichkeit, die Karte sperren zu lassen. Hm. Ja, durchaus, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich finde es. Und auch die übrigens, was ich mal sehr lustig finde, ist die Aussage, der Staat und dann Überwachung deines Kaufverhaltens. Ach. Hast du auch deine PayPal-Karte gezückt? Das machen ja bekanntlich die meisten. Das finde ich immer so albern. Oder so, ey, du hast ein Smartphone, hast du den GPS-Tracker ausgeschaltet? Also im Großen und Ganzen, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kostensenkung, alleine nur, wenn man jetzt auf Bargeld verzichten würde, ist immens. Und wir brauchen keine 1 Cent, keine 2 Cent und 5 Cent brauchen wir auch nicht. Okay, da stimme ich zu. Das finde ich nämlich blödsinnig. Wobei ich mal gelesen habe, es gibt einen Grund dafür, warum viele Preise halt, weiß ich nicht, 29,99 sind. Psychologischer, du greifst eher zu, wenn sie zum Beispiel 15,99 kosten als 16 Euro. Da greifst du eher tatsächlich zu. Das ist ein psychologischer Aspekt. Aber trotzdem, außerdem, hey, brauchen wir nicht Kupfer für andere Dinge? Aber vielleicht auch ein Grund, wieso ich Bargeld besser finde als digitales Zahlen ist, digitales Zahlen verleitet dazu, dass du mehr kaufst. Naja, aber du kannst dich auch unter Kontrolle haben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du, also ja, natürlich, weil du es eben nicht physisch in der Hand hast, aber du hast ein Gehirn, benutze es. Ja schon, aber wie gesagt, ich denke, das ist was Unterschwelliges, wo man vielleicht nicht drauf so achten kann. Aber das wie gesagt, da halte ich mal kurz gegen. Dann geh bewusst einkaufen. Die meisten Leute tun es halt nicht bewusst, ist mir klar. Das meine ich ja. Ich habe noch nie, und ich zahle so seit Jahren eigentlich immer nur mit Karte. Und ich habe bisher noch nie mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte, weil ich immer ganz genau weiß, okay, das brauche ich. Also das will ich halt haben, deswegen gehe ich an den Laden und ja, der Rest peng. Ne, das ist dann halt, brauche ich nicht. Ganz einfache Kategorie. Da bist du jedenfalls besser als der Durchschnitt. Also durchschnittlich kaufen Leute erstens viel mehr in Geschäften. Warte. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, dass das jeder gehört hat? Nein, das wiederhole ich jetzt Och, nicht. Oh Mann, ich habe das nämlich auch nicht richtig verstanden, verdammte Axt. Ich habe nur gesagt, dass du damit halt nicht zum Durchschnitt gehörst. Also der durchschnittliche Deutsche neigt dazu. Ich war der Meinung, ich hätte verstanden, du hättest gesagt, ich bin besser als der Durchschnitt. Verdammt. Egal, mach weiter. Also man neigt halt erstens dazu, an Geschäften mehr zu kaufen. Und wenn man halt auch Bargeld dazu nicht hat,
es fällt es halt an der Kasse auch nicht auf, dass man mehr gekauft hat. Also man wird tatsächlich dazu mehr verleitet. Aber gut, muss jeder selbst wissen, wie du gerade gesagt hast. Wer nicht drauf achtet, ist selber schuld. Aber es war halt nur so ein Gedanke, wieso ich persönlich halt Bargeld verschwende. Also ich kann es nachvollziehen. Jetzt bin ich allgemeiner Meinung, die Menschen sollten halt ein bisschen, also mehr mit klarem Verstand einkaufen. Ja, danke, genau das habe ich gerade gesucht. Weil das Problem ist halt, sehr vieles, oder jeder Laden ist ja darauf ausgelegt, dass man halt so viel kauft wie möglich. Es hat auch einen Grund zum Beispiel, warum die Einkaufswagen so designt sind, USW. Das ist natürlich in Japan auch nicht anders, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass in Japan das die Leute ordentlich verleiten wird. Aber das kann man halt alles ein bisschen gehen, und man sollte eh auf sein Geld aufpassen. Eben. Okay, beim Schuhkauf kann ich das verstehen. Die Diskussion hatte ich gestern, da wurde mir erklärt, warum das beim Schuhkauf nicht funktioniert. Übrigens von einem Mann, das muss ich dazu sagen. Was, dass man Schuhe... Dass man nicht bewusst einkaufen gehen kann, wenn man Schuhe kauft. Ja, er hatte sehr logische Argumente, die habe ich dann verstanden. Das verstehe ich nicht, wenn ich Schuhe kaufe... Es liegt an den Gerüchen. Das ist Chemie, selbst, und das benebelt das Gehirn. Ja, aber selbst dann, ich brauche nur ein paar Schuhe. Ich gehe hin, kaufe ein paar Schuhe und dann gehe ich wieder. Ich verstehe nicht, warum man mehr kaufen sollte. Ich habe da mit einem geredet, der kauft nicht ein paar, der kauft 10 Paar. Aber egal, lassen wir das Thema. Gehen wir zurück das nach ist Japan. Schon krass. Das ist, obwohl, ja. Es war ein Japaner. Das war ein japanisches Thema, passt. Okay, auch hier möchten wir natürlich wissen, liebe Leute, wie sieht es bei euch aus? Karte oder Bargeld? Das würde mich speziell mal sehr interessieren. Weil, wie gesagt, mich nervt das beim Bäcker höllisch. Also, liebe Bäcker, es gibt Kartenterminals. Holt euch eins. Besonders an meinem Lieblingsbäcker gerichtet. Verdammte Axt nochmal. So, ja. Okay, machen wir noch kurz was Leichtes, denn wir haben noch ein Anime und Games und Manga Geschichte. Das haben wir ja vorhin total vergessen, denn die Firma Tencent, das ist eine chinesische Firma, die ganz groß auch bei, wie heißt der, Epic drin hängt. Möchte das globale Wachstum von Games, Animes und Mangas ankurbeln, und dafür nimmt dir das Unternehmen ordentlich Geld in die Hand. Da habe ich absolut nichts gegen auszusetzen. Wenn es qualitativ hochwertige Sachen sind, kein Problem. Nur aber zu es sind gerne. Doch Chinesen. Oh, ja, okay. Ja, aber ist es ein chinesisches Unternehmen, was auch japanische Produkte vertreibt oder nur chinesische? Nein, also sie machen sich gerade ziemlich breit auf den japanischen Markt. Die haben sich jetzt 2 Game-Studios gekauft. Platinum Game und Marvelous. Also sie haben sich Platinum nicht gekauft, sie haben denen Einmalzahlung gegeben. Oder sind da eingestiegen, irgendwie so in dem Dreh. Oh. Und wollen das jetzt halt auch bei Anime-Studios machen und so weiter, weil sie halt der Meinung sind, dass man einfach aus Franchise viel mehr rausholen kann, wenn man das mal vernünftig vermarktet. Das heißt, es kann also passieren, dass bald halt eben mehr als ein Spiel erscheint und das dann halt zum Anime verwurschtelt wird, zum Manga verwurschtelt wird und so ganz viel Merchandise. Okay, dann nehme ich es, glaube ich, zurück. Und war das nicht das Unternehmen, über das du so geschimpft hast auf Twitter, Miki? Ja, Tencent ist halt ein großes, die sind halt relativ groß darin, ich sag mal, ja, wie Micha eben sagte, Franchises auszumelken und halt ihre Spiele mit Mikrotransaktionen vollzuschmeißen. Und ja, weiteres Problem, was ich halt darin sehe, ist, dass man wahrscheinlich, dass man halt gewisse Themen nicht mehr in Spielen und Anime dann reinbauen könnte, die Tencent finanziert, weil das halt nun mal eine chinesische Firma ist, die die ganzen Dinge dann natürlich auch in China verkaufen möchte. Das heißt, man könnte keine LGBTQ-Sachen mehr zum Beispiel in Anime und Spiele, die Tencent finanziert, mehr einbauen. Bin ich kein Fan von. Okay, ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt also habe. Ich habe tatsächlich das mit was anderem vertauscht. Es tut mir leid, ich wusste, ich hatte ich den Namen ehrlich, verwechselt. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Epic Store nicht installiere, auch wenn die immer wieder tolle Gratisspiele haben. Würde ich nie im Leben machen. Einfach weil ich auch nicht weiß, wie gehen die eigentlich mit meinen Daten um, die guten Jungs. Weil Tencent ist bekannt dafür, dass die, ich sag mal, sehr regierungsfreundlich sind. Es ist, also, vielleicht sollten wir da sehr, also ein bisschen vorsichtig sein, aber wir wissen alle, dass chinesische Unternehmen durchaus gewisse Standards haben, die nicht unbedingt mit internationalen Standards vereinbar sind, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, man könnte auch einfach sagen, der Staat hängt da halt ordentlich mit drin. Ja, das stimmt, ja. Allerdings muss man es natürlich auch beweisen können, also nicht so wie bei Huawei oder so, aber ja. Nein, also ich sehe es halt auch skeptisch. Ich bin ja auch bekanntlich nicht unbedingt gerade so erfreut darüber, dass Crunchyroll sich so extrem breit macht im Markt. Ich halte das auch für sehr gefährlich.
Wobei ich da weniger Befürchtung habe als eben bei Tencent. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wo genau wollen sie sich breit machen? Also wenn sie jetzt sich erstmal voll auf den Games-Markt konzentrieren und das halt dann auch ausschlachten, ja gut, sollen sie machen, mir egal. Bei reinen Animes oder reinen Mangas sehe ich das halt tatsächlich genauso wie Mickey. Das könnte tatsächlich bei einem dazu führen, dass halt viele Themen gar nicht mehr vorkommen und vor allem wir einen ganz gewaltigen Einheitsbrei abbekommen, weil Tencent will natürlich in erster Linie in China vermarkten und Chinas Geschmack ist einseitig. Ich habe mal einen Anime gesehen, der in China produziert wurde, auch von Tencent, und es ist so weird. Das fühlt sich an wie Nazi-Programm einfach. So. Geht, also ein paar davon, Crunchyroll hat ja auch ein paar mit im Programm drin. Die sind eigentlich von der Grundidee toll. Von der Ausführung fragt man sich, sag mal, ist der Storywriter zwischendurch dreimal ausgetauscht worden und habe ich irgendwas verpasst? Es stimmt schon, also chinesische Anime haben teilweise eine sehr hohe Qualität, was Animationen angeht. Also zumindest habe ich das, was ich bis jetzt gesehen habe, so empfunden. Die Storys fühlen sich immer so ein kleines bisschen flach an. Also man merkt irgendwie... Ja, nicht ausgegoren halt, also nicht konkret überlegt. Dass der Mut zu irgendwas fehlt. Es ist immer so ein bisschen halt... Es ist wie Butter nur auf dem Brot, aber der ganze Belag fehlt halt. Ne? Wobei... Auch da muss man ganz kurz sagen, also vor allem bei Animationsserien ist es ja nicht nur Anime direkt. Es gibt aber auch positive Gegenbeispiele und da hatten wir jetzt eins, haben wir letztens rezensiert, haben wir übrigens demnächst auch ein Gewinnspiel auf der Webseite. Verdammt, jetzt muss ich mal ganz kurz die DVD holen. Moment mal kurz. Anyway. Und der hat mich tatsächlich sehr überrascht. Hab ich ihn jetzt? Ach da. White Snake ist gerade auch nach Deutschland gekommen. Das ist die Legende der weißen Schlange. Und ohne Witz, der ist richtig gut gemacht. Also da ist sogar die Geschichte mal vernünftig, ohne dass man denkt, hallo, ihr habt da was vergessen. Also ist richtig, richtig gut. Es gibt natürlich auch Sachen, wo ich sage auch, dass sie richtig, also wahrscheinlich richtig gut sind. Wie gesagt, das Problem ist, dass chinesische Sachen... Aber da hängt der Tencent nicht drin. Erstens das. Und das Zweite ist auch so, dass nicht unbedingt alles Chinesische nach zu uns noch über See kommt, weil, naja... Es ist halt China. Bei chinesischen Sachen ist man nicht unbedingt besonders offen oder versucht sehr vorsichtig zu sein. Man weiß nämlich immer nicht, wer praktisch dann am Ende das ansetzt. Sagen ne? wir mal einfach so, es gibt einfach zu viele Unklarheiten und zu viele Vorurteile von beiden Seiten und das macht die ganze Sache halt ein bisschen schwierig. Bei Tencent ist es halt leider so, dieses Unternehmen, also da gibt es schon konkretere Infos zu. Deswegen bin ich halt sehr skeptisch. Ich habe auch ein Huawei-Handy, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh Gott, jetzt habe ich doch Werbung für die gemacht. Und ich bin der festen Überzeugung, die schnüffeln übrigens nicht mit. Und selbst wenn, mein Gott, sollen sie meine Bilder von meinem Ohrschmalz haben, mir doch egal. Ich denke, sie schnüffeln auch nicht mehr mit als andere Handyhersteller. Das ist der Punkt. Und ganz ehrlich, die USA ist auch groß im Schnüffeln, wenn wir da mal auch ganz ehrlich sind. Nur die Deutschen, die kriegen es mal wieder nicht hin. Also von daher, aber ich halte halt so die Konsolidierung des Anime- und Manga-Marktes für sehr riskant mittlerweile, weil einfach dadurch natürlich die Vielfalt flöten geht. Weil klar, natürlich muss Umsatz generiert werden. Das heißt, man muss für den Massenmarkt produzieren. Aber es muss immer noch genug Kapazität da sein, um halt eben auch mal Animes herauszubringen, die eben nicht den Massenmarkt ansprechen. Also zum Beispiel LGBT-Themen oder weiß ich nicht, extrem Slice of Life mit ich habe keine Ahnung was. Und das fällt Freie dann halt Meinungsäußerung. Weg. Ja, danke, genau. Meinungsäußerung geht eigentlich im Großen und Ganzen. Aber das Problem, was ich halt habe, ist eben, dass diese Konsolidierung das natürlich ganz, ganz extrem verhindert. Sowohl, sei es jetzt durch Warner, in Anführungsstrichen Crunchyroll, weil die machen sich da ja ganz, ganz breit, oder sei es halt eben durch chinesische Unternehmen. Tencent ist ja nicht, weiß Gott, das einzige Unternehmen, das es den Markt für sehr lukrativ hält. Und da bin ich halt sehr skeptisch tatsächlich. Und ganz ehrlich, nochmal Naruto halte ich nicht aus. Oh. Der hatte mehr Filler als Tsubasa und das sollte man erstmal hinkriegen. die alte Tsubasa-Serie übrigens, für die Leute, die sich jetzt gerade wundern. Ja, wir können uns einigen, dass das vielleicht oberflächlich sich gut anhört, aber dahinter sehr beunruhigend ist. Ja, man muss halt abwarten, wie es sich entwickelt. Ne? Hoffen wir das Beste, erwarten wir das Schlimmste und zum Schluss wird es sowieso wieder chaotisch. Ich glaube, das sind die passenden Worte dafür. So, liebe Leute, wir sind durch für heute. Yay!
Haben uns ja noch aufgeregt? Ja, ich bin durchgegart, definitiv. Ja, ich definitiv auch. Also wir gehen jetzt mal alle duschen. In getrennten Duschen übrigens. Das wird auch schwierig auf der Distanz. Ich wollte gerade sagen, ja, wir nehmen nämlich dezentral übrigens auf. Deswegen hört es jetzt manchmal bei uns noch ein bisschen komisch an. Denkt dran, der 4. Juli, markiert euch den rot im Kalender. Seid dabei, das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Und ihr könnt auch, wie gesagt, ja Fragen stellen über Samurai, die euch schon immer mal interessiert haben. Oder uns interessiert haben, je nachdem. Wir wünschen euch wie üblich eine super tolle Woche. Schaut bei Sumikai vorbei, lest unsere Artikel, klickt auf unsere Werbebanner oder irgendwie so. Habt einfach Spaß, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.